Willkommen mal wieder und zu einer weiteren Folge Dead by Daylight. So, jetzt haben wir das Outfit hier von dem Jeff. Hey Ace, hey, hey. Ich dachte schon, du bist AFK. Nee, aber, ja, ich finde, das ist das geilste Outfit aus diesem Winter-Event. Store, Winter-Event, Items und so weiter. Ne? Komm, ich nehme ein paar Schneebälle mit. So, jetzt muss ich nur gucken. Ich muss doch irgendwie aus großer Höhe stürzen. Komm, einen versuche ich noch da. Yo! Getroffen! Ja, das war ich. Wow. Ich glaube, der Ace kannte den noch nicht. Diese Schneemann-Imitate, ne? Okay, und Mystic ist auch dabei. Ja. Wo liegt die denn? Die war doch irgendwo da hinten, oder nicht? Ah, ja, wir gucken mal. Ach, da. Okay, komm, dann kriegen wir den hier fertig. Ich habe auf jeden Fall Beweise dich mit. Wie gesagt, aus großer Höhe stürzen ist hier auf Ormond eigentlich auch nicht das Problem. Deswegen müssten wir die Aufgabe auch schaffen. Aber das Outfit hier, mit der ersten Seite kriegt man genug von diesen komischen Winterpoints und kann sich das Outfit holen. Und das sieht wirklich stark aus. Ich habe die Mütze von diesem... oh. Alien ist das. Aha. Machen wir direkt hier. Okay, kommt Ace auch noch. Ne, sag schon. Man kriegt nur den Mantel, ne? Also den Weihnachtsmantel und die Hose dazu. Und im Kopf nicht. Der ist nicht im Event drin. Bei den Items. Direkt ins Face, genau. Immer schön 150 Punkte. Ah, ich finde das Event schon geil. Du hast keine Schneebälle hier, ne? Oh. Fluchtotem. Ne, also wie gesagt, es gibt nur das Oberteil und die Hose dazu, den Kopf nicht. Der Kopf ist jetzt von diesem komischen, was heißt komischen, von dem schönen Outfit, was es mal beim Prime, glaube ich, für den Jeff gab. Dieses mit dem Schmetterling hinten drauf. Und dann mit dieser, was ist er nochmal, so eine gelbe Bomberjacke, die er da hat oder Mantel oder sowas ähnliches, keine Ahnung. Also ich bin nicht so modebewusst, sage ich jetzt mal so, ne? Also... Oder da gibt es ja so ein Outfit, was mal bei Prime war, wo dann so Schmetterling hinten drauf war. Irgendwas mit Kokon heißt das, glaube ich. Sommerkokon, oder? Nicht verwechseln mit Sommercocktail. Ne, auf jeden Fall davon ist diese Wollmütze, die passt, finde ich, gut zu diesen zwei Sachen. So. Oh, 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 oh. Nice, Gott sei Dank. Ich darf nicht vergessen, dass ich keinen Flinkbei habe. Sondern passend zu der Aufgabe habe ich ausgewogene Landung bei. Ah, er kommt, ne? Das lohnt sich nicht. Ja gut, okay. Ich verstehe das nicht. Warum nutzen die immer diesen... Das wäre doch jetzt optimal gewesen, ne? Diesen Perk nutzen, dass jemand am Haken, dass der Timer nicht runtergeht und dann erstmal abhauen. Weil, ihr habt ja gesehen, die hat ja so eine weiße Aura, ne? Das heißt auf jeden Fall, dass... Ja, ja, komm, ich halte dich. Aber vom Event bin ich echt begeistert, ne? Die Schneemänner, die gefielen mir schon eh immer. Jetzt in der Optik auf jeden Fall sogar noch besser. Dass man jetzt Schneebälle werfen kann, finde ich auch eine geile Sache. Wir hatten schon Runden, wo wir am Anfang natürlich als Survivor ein bisschen rumgespielt hatten mit den Schneebällen. Achso, ist X drauf. Ja, brauchen wir eh nicht, ne? Zwei ist jetzt. Aber hier brauchen wir es eh nicht hinstellen, ne? Und die ganze Zeit das Ding rumschleppen will ich jetzt auch nicht. Ne, wo wir am Anfang Spaß gemacht hatten mit den Schneebällen und der Killer hat das mitbekommen und dann einfach mitgemacht. Das hatten wir mit Chucky, hatten wir das. Leider war der Honey schon tot. Das spielt ja dann auch immer mit, ne? Wenn ein Mate schon tot ist oder so. Dann muss der ja so lange jetzt natürlich warten, guckt zu. Ne? Wenn man dann die Schneeballschlacht zu sehr ausarten lässt, ne? Man macht dann die halbe Nacht. Dann dauert es, bis die nächste Runde anfängt. Das muss man immer im Hinterkopf haben. Ne? So, aber... Komm, ich halte mal mit, dann könnt ihr mithelfen.
Ich habe durch Beweise, ich würde den dann viel schneller. Okay, Mystic. Fängt jetzt das zweite Mal. So, mitkommen. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. So. Achso. Ach, sie geht abhängen. Okay, alles klar. Dann können wir ja hier in Ruhe durchziehen. So, ansonsten habe ich, wie gesagt, Beweise nicht mit, damit wir die Gens schneller machen. Ausgewogene Landung. Ja, warum habe ich eigentlich hier geliehene Zeit mit? Ja gut, hatte ich bei Jeff halt auch drin. Ne, ist schon länger her, glaube ich, dass ich Jeff gespielt habe. Oh, Alien kommt. Komm, das schaffen wir doch, oder? Ach, er rennt weg. Ich muss das durchziehen. Oh, shit. Shit. Das war jetzt useless. Okay, zumindest ist der Jeff fertig. Ich weiß nicht, ob wir es vorher geschafft hätten. Am besten wäre es natürlich jetzt gewesen, wir hätten den Gen fertig bekommen und dann nur einen Schlag kassiert. Ja. Anstatt jetzt sofort direkt einen Hook. Ja, der ist noch da, oder? Ja, ich bin mir nicht sicher. So. Ja, lass. Ich mach lieber. Ja, danke dir. Danke. Danke für deine Erlaubnis. So, und da ist direkt das nächste Totem. Nein! Nein, guck mich nicht so an! Ich wollte... ich wollte Totem drücken, Mann. Oh Gott, hat sie mich angeguckt, ey. Und den Kopf geschüttelt auch noch. Ich glaube das nicht. Das war's jetzt für Mystic, ne? Ich komme da nicht mehr rechtzeitig. Ne. Shit. Guck mal, die bewegen sich auch so komisch, ne? Okay. Schade, schade. Da läuft er hinten lang. Okay. Okay, wenn er da hinten rumläuft, ist gut. So, dann hoffen wir, dass wir das jetzt hier schnell irgendwie... Wir brauchen noch zwei Gens, ne? Wie ihr das Event findet, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Würde mich auch interessieren. Ich hatte schon von einem gehört, dass er das auch mega geil findet. Und ich meine, wie gesagt, wir hatten es heute auf Discord ja eh irgendwie, wurde gefragt, ist jemand da und so weiter. Ich hatte eh schon ein DVD an. Und so kam es hier, dass Mystic dabei ist. Honey war vorhin, bis vorhin noch dabei. Und ja, die Schneeballschlacht macht schon Fun. Ne? Ein bisschen Fun. Im Alltagshorror hier bei Dead by Daylight. Und auch schön geschmückt. Na? Und da hoch. Oh ja. Jawohl, habe ich die Aufgabe auch geschafft. Ja, Palette ziehen nutzt jetzt bei ihm nichts. Ne? Da wird er mit seinem Stachel da zuhauen. So, hier hatte ich das Totem ja schon. Ja. Wir brauchen nur noch einen Gen. Komm her. Okay, er hat jetzt gerade irgendeinen anderen Flammenwerfer getriggert.
Er muss jetzt nur ein bisschen durchhalten, ne? Wenn er jetzt ein bisschen durchhält, dann kriegen wir das hier gut hin. Und durch Beweise dich sind wir jetzt natürlich ein bisschen schneller als ohne den Perk. Ich habe jetzt schon wieder die ganzen Werte vergessen wegen Beweise. Ich hatte das mal in irgendeinem Video mal mir aufgeschrieben vorher. Und da wusste ich noch die genauen Werte. Er konnte jetzt hin, ne? Boah, ich liebe das Ding, ne? Das hat so richtige Alien-Vibes, ne? Dieses. Ey, das ist geil. Wobei ich Alien nie geguckt habe, die Filme, ne? Ich dachte, ich hätte einen geguckt. Habe ich letztens auch in irgendeinem Video mal erwähnt. So, ja, irgendeinen habe ich mal so Ausschnitte gesehen. Und dann habe ich irgendeinen Ausschnitt von Spaceballs, glaube ich, dann. Wurde ich darauf hingewiesen. Das war Spaceballs. Wo irgendeiner in so einem Diner da auf der Theke oder was weiß ich, so ein Alien da rauskommt. Der kommt. Kommst du jetzt hier hin? Guck mal, er rächt sich schon auf, dass er jetzt. Ja. Was macht er? Der ist ein bisschen strange, ne? Keine Ahnung. Vielleicht ist das alles nur fake. Vielleicht ist das alles nur fake und er wollte jetzt nur antäuschen, dass er. Naja, okay. Solange wir rauskommen, soll mir das alles recht sein. Ne, aber wie gesagt, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das Event findet. Also mir macht's mega Fun. Und ich find's gut. Vor allem diese ganzen Winter-Event-Archivaufgaben, die helfen ja auch nochmal bei dem Pass. Da pusht man ja dann auch noch ein bisschen. Und da bin ich jetzt, glaube ich, irgendwas im 50er-Bereich oder so. Glaube schon, ne? Weil ich mache immer das so, dass ich halt den Pass halt, wie gesagt, gucke, okay, wie viel Zeit habe ich insgesamt. Also sagen wir so, sobald ich dann den Pass durch habe oder fast durch habe oder ich merke dann, ich kriege den auf jeden Fall durch, dann hole ich mir den Pass. Ne? So. Wir können eigentlich noch einmal reingehen. Kriegt man eigentlich extra Punkte, wenn man mit dem Schneemann rausgeht? Das ist eigentlich eine gute Frage, ne? Ach, das war Dingsbums. Das war gar nicht Ace. Das war Nicholas. Ja gut, ich finde Nicholas und Ace, die sehen sich auch ziemlich gleich aus, ne? Das sind schon zwei sexy Hengste, die beiden, ja, die sich ziemlich ähnlich sehen. Zumindest für meine Augen. So. Nee, jetzt kann ich auch einmal kurz in den Pass, der müsste dann, also nicht in den Pass, sondern in den Winter-Event-Dingsbums rein. So, weil ich glaube, das müsste dann jetzt so auch fast das letzte sein, oder? Ja, komm schon. Ja, und das letzte Survivor-Aufgabe zumindest. Okay. Ah, fast 50. Fast 50, alles klar. So, dann muss ich jetzt noch eine normale Aufgabe auswählen. Alles klar. So, ich hoffe auf jeden Fall, euch hat es Spaß gemacht und. Oh. Mystic ist weg. Ich war bei Mystic in der Lobby. Ich guck mal. Jo, sie sagt Good Night. In dem Sinne kann ich eigentlich auch gut sagen, gute Nacht, falls ihr es abends guckt. Ansonsten schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Hunger, was auch immer. Und mir macht Spaß. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Über ein Like, Abo oder Kommentar. Und Kommentar würde ich mich freuen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, euer Malida.